der Mai, die große Hauptpflanzzeit für eine grandiose Ernte dann später hinten raus und momentan eine sehr große Herausforderung. Einerseits die ganzen Pflanzen setzen, auch schon die ersten Ernten einfahren, aber momentan auch sehr regnerisch, wodurch die ein oder andere Pflanze durch die Schnecke dahin rafft. Bin am Abend immer mit einer Stirnlampe unterwegs und sammle gerade ordentlich ab. Bin da ziemlich froh, dass ich kräftige Pflanzen großziehe und auch meinen Boden gut aufbaue, wodurch die Schnecken da auch weniger Interesse haben. Und natürlich, dass ich meinen Boden abmulche und das auch mit frischem Material, zum Beispiel mit den Küchenresten, die auch bei mir direkt neben die Pflanzen in die Beeten kommen. Und natürlich auch ein paar Ablenkungspflanzen gesetzt werden, unter anderem Tagetes wegen den Blüten. Da gehen die sehr gerne drauf und auch ab und zu mal auf den einen oder anderen Salat. Ist halt besser, wenn sie auf den Salat gehen, anstatt auf die Paprika oder auf die Zucchini. Momentan sind die Tage recht lang und das jetzt nicht von der Länge des Tages an sich, wie lang es hell ist, sondern für mich mit der ganzen Arbeit. Habe jetzt die ganzen Tomaten ja schon im April reingesetzt und jetzt sind sie auch in der Größe, an der ich jetzt unter anderem sie an die Tomatenhaken ranhänge. Genauso wie die Gurken, die ich ja schon rausgesetzt habe. Da sind auch jetzt schon einige groß genug, dass ich da Tomatenhaken ranmachen kann, damit ich hier sie gut aufleiten kann. Und bei den Tomaten ist auch so, jetzt fängt auch schon die erste Pflege an, zum Beispiel, dass ich sie anfange auszugeizen. Ich möchte sie alle eintriebig machen, damit ich größere Früchte auch bekomme und die Pflege etwas einfacher ist, damit es nicht ganz so buschig ist, um hier zum Beispiel auch Pilzkrankheiten zu vermeiden. Pflanzen muss man da auch ein bisschen aufpassen, zumal ich dann auch einerseits aufpassen muss, weil halt Unterkulturen bei den Tomaten wachsen, die auch wild aufgehen, die ich gerne behalten möchte, wie zum Beispiel Koriander, da möchte ich jetzt ungern draufsteigen, ein bisschen die Mischkultur wahren und natürlich auch bei den Tomaten, dass ich die nicht versehentlich irgendwie platt trete, passiert ab und zu mal, weil ich das mit den Schuhen, wenn ich mit denen rumlaufe, nicht so gewohnt bin, laufe sehr viel barfuß und ja, dann kommt es mal vor, dass ich dann irgendwie versehentlich auf die Tomaten trete, ohne es zu merken. Und ohne Schuhe möchte ich da ehrlich gesagt auch nicht immer reingehen. Da sind zum Beispiel Dornen oder auch Äste von Zwetschgen. Das tut dann ab und zu mal weh, wenn ich da reinsteige. Außerdem fangen die Tomaten an zu blühen. Und da werde ich mich dann ranmachen und die Blüten schütteln. In den Tomatenblüten sind sowohl männliche als auch die weiblichen Blütenteile mit dabei. Deswegen ist auch der Hauptbestäuber der Wind. Und in einem Gewächshaus ist halt dann manchmal bisschen schwieriger, den zu erzeugen, als im Freiland. Von daher geht man einfach mal kurz durch, wenn man sie pflegt, schüttelt ein bisschen die Pflanzen, dann sind die in der Regel gut bestäubt. Man kann auch zum Beispiel eine elektrische Zahnbürste nutzen. Der einzige gute Bestäuber für die Tomaten sind zum Beispiel die Hummeln, die sich dann an die Blütensäckchen mit ihren Vibrationsfähigkeit dann auch dagegen pressen können. Mischkultur bei den Gurken ist auch am Start. Hauptsächlich Tagetes und Basilikum. Basilikum einfach aus dem Grund wegen den ätherischen Ölen, die dann dafür sorgen, dass der Mehltau sich nicht so stark verbreitet bei den Gurken, wobei die auch im Tunnel drin sind. Da wird dann wahrscheinlich eher weniger der Fall sein, dass die dann schnell Mehltau bekommen, außer es ist dann wirklich zu feucht. Und die Tagetes so ein bisschen eine Schneckenablenkung. Und im Allgemeinen arbeite ich auch sehr viel mit Knoblauch und mit den Zwiebeln, auch bei den Tomaten. Das sind einfach so Sachen, die man inzwischen reinsetzen kann. Versuche ja hier auf mehreren Stufen anzubauen, um auch hier die Ernte zu erhöhen auf einem geringeren Platz, weil ich halt auch vertikal in die Höhe anbaue. Beispielsweise bei den Gurken, die halt dann hochklettern dürfen und der Basilikum dann unten als Bodendecker fungiert. Die ersten Erdbeeren gibt es auch schon zu ernten, unter anderem die weißen Wilderdbeeren hier. Die habe ich damals geschenkt bekommen, eine Pflanze von meinem Namensvetter. Dankeschön, Christian, ist eine super Sorte. Und ich habe auch noch andere frühe Erdbeersorten, die jetzt auch schon das erste Mal getragen haben, die ganz üblichen roten. Da konnte ich auch schon welche vernaschen. Ich liebe Erdbeeren aus dem Garten. Und die Vögel klauen die mir nicht. Dafür haben sie was anderes, Würmer und Samen. Ganz wichtig auch für euch bei den Knoblauch und die Zwiebeln, die fangen nämlich an zu blühen und dann geht die ganze Kraft
in die Blüte rein und dadurch kann es dann auch passieren, dass die Knollen nicht so groß werden. Wenn ihr jetzt Frühlingszwiebeln haben möchtet, dann ist es meist, wenn sie in die Blüte gehen, zu spät. Die erntet man ja früher. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Knollenzwiebeln haben möchtet oder auch größeren Knoblauch, einfach die Blüte rausbrechen. Es sind noch einige Tomatenjungpflanzen übrig. Sind sehr schöne große Pflanzen, fangen auch an zu blühen. Ich wünschte, ich hätte noch mal einen doppelt so großen Folientunnel oder dreimal so lange, würde ich die auch noch mal alle setzen. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Wer noch ein paar Pflanzen braucht, der kann sich gerne bei mir melden. Tomaten habe ich noch, Erdbeeren, Johannisbeerstecklinge, die bewurzelt sind, mehrjährige Kräuter, Kürbisse auch noch, den GT Oconosum Kürbis zum Beispiel, 58 Jahre alte Sorten. Ich werde noch einblenden, welche ganzen Pflanzen ich habe. Man kann mich auch gerne per E-Mail schreiben, dann kann ich auch da die ganze Liste euch zusenden, welche Pflanzen ich unter anderem habe. Hier im Hintergrund kann man zum Beispiel bei mir noch sehen, dass ich Paprikas und Auberginen in die Töpfe reingesetzt habe. Und bei den beiden Kulturen lohnt es sich wirklich, die Topfkultur zu machen. Das sind schon sehr kräftige Pflanzen. Muss ich auch dann bald langsam ausgeizen, damit ich auch hier zum Beispiel gute Früchte bilden, wie zum Beispiel bei den Tomaten. Ich möchte nicht, dass sie buschig werden. Ich möchte eine schön übersichtliche Pflanze haben, wo ich dann auch große Früchte unter anderem ernten kann. Könnt ihr euch noch an ein Projekt erinnern, als mein Vater die Buchs rausgerissen hat und dort Waldheidelbeeren reinsetzen wollte? Ich habe jetzt da unter anderem Paprikas reingesetzt und auf der anderen Seite nochmal weitere 9 Kürbisse, bis halt dann im Herbst die Wild- oder Waldheidelbeeren dann reinkommen. Erkunden wir uns mal, wo wir die Pflanzen herbekommen. Ich habe vor, dass die Kürbisse die Schlucht runterranken. Da sind jetzt zum Beispiel Blaukissen, aber die sind jetzt schon längst ausgeblüht im Juni und Juli. Da macht es ja eh keinen Unterschied mehr, deswegen dachte ich mir, kann man da die Kürbisse einfach reinsetzen und die dort in der Schlucht ein bisschen durchwuchern lassen. Und mal schauen, ich habe dieses Jahr so viele Kürbisse reingesetzt, wenn die alle kommen, dann habe ich eine Mordskürbisernte. Und bringst es den Kindern bei. Ba, 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 ba. Ja, wenn wir gleich bei der Ernte sind, ich kann schon seit gut April bis jetzt im Mai so ziemlich das gleiche ernten. Rhabarber, Frühlingszwiebel und Salat, einige paar Kräuter, Oregano konnte ich auch schon mal ein bisschen zupfen, für meine Eltern unter anderem. Und die Radieschen, die jetzt bei mir schon den Schluss gefunden haben, so am Anfang Mai. Geteiltes Leid ist nur halbes Leid. Auch mich hat es erwischt mit dem zerfledderten Salat hier. Habe ich gleich mal genutzt, um die Melonen hier reinzusetzen, damit die anwachsen können und die Schnecken sich um den schönen Kopfsalat kümmern können. Ich glaube, den werde ich heute noch ernten. So, noch sind die Kürbisse relativ klein, fangen aber auch an schon gut zu wuchern. Und ich kann jetzt noch in die Kompostecke hier reinmarschieren. Aber bald ist hier alles voll. Und nicht nur mit Fruchtfliegen. Es kam einmal zur Ansprache, dass ich doch bitte nicht meinen Dialekt unterdrücken soll, weil ich so oft Tuten oder Tun sage. Und da sei gesagt, ich habe keinen bayerischen Dialekt. Der stinkt doch sowieso. Nein, nicht. Der stinkt überhaupt nicht. Meinst du wirklich? Moin, der Vater. Ah, so schlimm kann doch der gar nicht sein. Ich habe gar nicht so viel gefressen. Dafür wurde ich schon in der Schule hops genommen. Ich habe einfach miserables Deutsch. Einfach aus dem Grund, dass meine Eltern Einwanderer sind. Meine Mama ist Russin, hat Deutsch in der Schule gelernt und mein Vater ist Russlanddeutscher. Der ist mit Deutsch aufgewachsen in Russland, also ein bisschen gemischt, aber seine Sprachkenntnisse sind auch nicht so super. Und ja, wenn du halt dann in so einem Umfeld groß wirst und auch mit anderen russlanddeutschen Kindern und in unserer heutigen Generation, als ich zur Schule gegangen bin, die Deutschkenntnisse auch nicht gerade so wunderbar toll sind, dann... Hey, ich bin Chantal und ich gehe eigentlich nicht so oft ins Kino, weil ich gucke halt lieber so im Internet, ist auch voll gut so. Aber den Film würde ich mir schon mal gucken, weil ich spiele mit und die anderen geht so. Aber ich... Kann es da mal passieren, dass dann hin und wieder mal meine sprachlichen oder grammatischen Künste ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Aber auf diesem Kanal sollte es ja irrelevant sein, denn ich spreche die Sprache der Pflanzen. Photosynthese! Photosynthese!